Hallöchen und willkommen zurück wieder zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Wir spielen in dieser Folge gegen Augsburg. Wir sind auf Platz 2. Also, das hätte ich, wenn mir das einer am Anfang der Saison gesagt hätte, ey, am 19. später bist du auf Platz 2, dann hätte ich gesagt, als ob. Na, wir sind wirklich auf Platz 2. Platz 8 ist Augsburg. Naja. Wie gesagt, eigentlich will ich ja noch gar nicht aufsteigen, aber ist aber so, wenn das passiert, dann passiert es. Frage ist, ob unsere Mannschaft erstligatauglich ist, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Zweite Liga, sieht man ja auf jeden Fall. Ja, wir scouten auf jeden Fall ein paar Spieler, denn ja, wir brauchen Innenverteidiger. Ich sag mal so, notgedrungen, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann würde ich sogar mit dem Rieder verlängern. Um zwei, ein, zwei Jahre. Wahrscheinlich. So, da war noch ein bisschen Zeit bekommen, uns einen neuen zu holen. Oder uns umzusehen. Ne? Dementsprechend. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Ja, mit Geworgian, da will ich jetzt nochmal überlegen. Der hat noch einen Vertrag dieses Jahr, ne? Die Sache ist, sie ist eigentlich ein gutes Talent, ne? Weil für vorgeschobener Spielmacher wäre er eigentlich schon ganz gut, ne? Nervenstärke, okay, 6. Ne, aber da ist halt Verbesserungspotenzial, ist ja auch gerade mal 18. Ich würde den wahrscheinlich auch ein paar Leihen anbieten. Ich würde sagen, wir gucken mal. Mit Berater über Vertrag reden. Ja, Gehalt ist jetzt auch nicht so. Ne, von daher würde ich schon einen neuen Vertrag anbieten. Talent vor Durchbruch. Aber erst nächste Saison. Leihverein finden. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Das wäre auf jeden Fall auch mein Ziel, dass wir in der nächsten Saison den verleihen. Ich würde jetzt mal hier kurz ein bisschen runtergehen. Ausstiegsklausel würde ich weglassen. Gehaltserhöhung lasse ich auch weg. Aufstieg in die höchste Liga weg. Gehaltssteigerung weg. 3 Jahre, okay. Ja, da will er natürlich ein bisschen mehr Gehalt, ist ja klar. 80. Ja, komm. Machen wir 78. Dann ist er zufrieden. Wir sind zufrieden. Perfekt. Dann haben wir den auch verlängert. Kiefer Sauer. Der hat noch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Er auch. Der Haidura finde ich jetzt nicht so spannend, ne? Also Pressener Stürmer. Nee, der ist nichts für uns eigentlich. Obwohl, ja, der Gute ist halt Abschluss, ne? Also der ist abschlussstark. Aber das war's aber auch. Obwohl schnell ist er noch, beweglich, Antritt, Ausdauer. Ne, aber hier so Aggressivität, nix. Ne, also Stoßstürmer, da wäre noch ganz gut. Aber die Position bespielen wir halt nicht. Balance hat er ja auch nicht. Aber Knipser wäre da zum Beispiel was. Ne, also für die Mannschaften, die mit Knipser spielen, für die, da ist er auf jeden Fall was. Aber wir spielen nicht mit Knipser. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ja, wie gesagt, mit Tim Rieder, da ist die Sache noch nicht abgefrühstückt. Da müssen wir mal gucken. Ich schaue mir jetzt erstmal, was die Scouting-Abteilung so sagt. Mit den Blank und wie die alle heißen. Für die Innenverteidigung. Und dann, wie gesagt, schauen wir auf jeden Fall mal weiter. Wir spielen jetzt in dieser Folge auf jeden Fall erstmal gegen Augsburg. Und dann haben wir in der nächsten Folge schon das Spiel gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal. Da bin ich auch gespannt, was wir da machen, ob wir weiterkommen oder ausscheiden. Wenn wir weiterkommen, natürlich, der, ne, spült ein bisschen Geld in der Kasse. Tim Rieder ist in der 11. Woche, das freut mich für den. Goden ebenfalls. Verletzungsbericht, der Landert fällt 10 Tage bis 3 Wochen aus. Sibu fällt 5 bis 6 Wochen aus. Er ist schon bitter für so ein junges Talent. Zur Not werde ich den wahrscheinlich nächstes Jahr verleihen oder so. Türkman. Er ist eigentlich auch ein guter Spieler, ne? Vorgeschobener Spielmacher, Dribbling hat er nur 10, aber sonst ist alles perfekt eigentlich. Er hat halt bis 26 noch einen Vertrag, ne? Weiß gar nicht, spielt er da? Ja, 12 Einsätze, 5 von der Bank.
Eine Vorlage hat er bis jetzt gemacht. Mehr hat er noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, wäre auf jeden Fall ein cooler Transfer. Pohlmann, ja, den werden wir auf jeden Fall jetzt rauspacken. Den brauchen wir nicht mehr. Luperini. Auch ein guter Mittelfeldspieler, ne? 26 Vertrag. Ah, Mann, ey. Können wir ja mal gucken, ne? Vielleicht kann man die auch noch ausleihen. Der ist auch ganz gut eigentlich. Müssen wir aber auch näher scouten, um da echt ein Bild von machen, um zu machen. Der Brückner, der hat zum Beispiel für nächste Saison keinen Vertrag. Wer hat denn Interesse? Greuther führt an der Leihe. Ja, wenn, dann würde ich den erst nächste Saison verpflichten wollen, ne? Der kann beide Positionen spielen. Da ist er gute daran. Und der ist eigentlich ganz gut. Tackling 10, okay, Entscheidung 9. Ja, Tackling, ne? Da ist er halt nicht so stark. Normalerweise brauche ich auch einen, der Tackling stark ist, aber der ist halt 20 Jahre jung. Da kann man echt noch was drauf aufbauen. Zum Beispiel, man kann auch noch Fokus legen, dass er Tackling besser trainiert. Wahrscheinlich spielt er auch Entscheidungen dann eine Rolle. Aber wie gesagt, ist ein gutes Talent, kann auch links spielen. Wir haben links Finzon und Lannert. Rechts haben wir Goden und. Ja, Lannert, ne? Ja, genau. Ja, wir bräuchten normalerweise einen für die nächste Saison. Von daher, wäre das eine gute Alternative, ne? Schauen wir mal. Vielleicht holen wir den für die nächste Saison. Castell. Ja, der. Wie gesagt, der ist schon spannend. Am meisten würde ich den für die Außen einsetzen. Hier haben wir Flügelspieler, kann. Ah, Flanken, ne? Da ist er halt schlecht. Hier haben wir inverse Außenstürmer, da wäre der schon besser aufgehoben. Warte mal. Versucht, Abseitsfallen zu knacken. Aha. Rechtsfuß. Kann aber auch links spielen, ne? Wie gesagt, der war auch richtig gut eigentlich. Gut, der kann nicht springen. Dafür ist er zu schlecht. Aber sonst. Normalerweise brauchen wir auch welche für Standards, ne? Aber da würde ich eher so die mittleren dafür einsetzen. Ja, schnell ist er. Ja, der bis 25 Vertrag, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ich meine, da haben wir doch mal angefragt, ne? Ich glaube, der kostet auch nicht so viel. Warte mal, wir gucken mal. Ablösesumme 40k bis 100k. Boah, kann man auf jeden Fall mal weiter scouten. Weiß gar nicht, hat er bis jetzt gespielt? Ja, 17 Einsätze gesamt. Ja, für die zweite hat er, ne, ein Tor geschossen. Das ist halt die Frage, ne? Joey Müller. Ballerobner. Nee, warte mal, was haben wir denn da? Zurückgezogener Spielmacher, ne? Steht jetzt nicht bei. Box to Box. Ja, Abschluss 6, okay. Ja, ist halt die Frage vorgeschobener, ne? Warte mal, ich guck mal. Flanken. Außen ist der gut. Ja, wohl als vorgeschobener Spielmacher könnte der auch locker mithalten, ne? Locker. Bis 25 Vertrag. Ich bin am Überlegen, bei dem man uns nicht ausleihen. Obwohl, wir brauchen immer Box to Box. Ne? Bukarke spielt Box to Box. Als Ersatz zur Zeit, den haben wir ja auch ausgeliehen aus Schalke. Ja, wie gesagt, wäre schon eine Alternative, der Joey Müller. Als vorgeschobener Spielmacher dann, als Backup. Wen haben wir denn da? Warte mal, jetzt bin ich am Überlegen. Den. Machen wir schnell. Genau, Stendera haben wir da. Dann haben wir den Torben Rhein, der auch bis nächstes Jahr noch geliehen ist. Obwohl der bis nächstes Jahr Vertrag, ne? Auch nur, oder? Jo, das heißt, wir könnten den sogar ablösefrei bekommen. Ah, stimmt, da habe ich ja mitgedacht. Da habe ich ja daran gedacht, dann wäre der ja ablösefrei, wenn wir Glück haben. Je nachdem, ob er bei Bayern verlängert oder nicht. Naja, das ist halt die Frage der Fragen. Wie gesagt, am besten brauche ich einen für Box to Box, ey. Ja, als Backup für Deichmann. Deichmann macht auch nicht mehr so lange. Der ist jetzt 29. Muss man auch gucken. Gucken wir nochmal. Ja, wie gesagt, spielen könnte der da. Da wäre jetzt nicht das Problem. Abschluss hat er halt nicht so gut. Ne? Da müsste er Abschluss trainieren. Ey. Ja, aber ansonsten sind eigentlich die Werte alle ganz gut. Ne?
Wie gesagt, zur Not kann er auch vorgeschobener Spielmacher und dann, wenn einer ausfällt, könnte der Box-to-Box spielen. Hier haben wir Flügelverteidiger, da wäre er auch eigentlich ganz gut. Deckung, okay, 10. Entscheidung hatte 9. Ja, auch Verbesserungspotenzial. Dann haben wir hier noch den Gusi. Würde Wechsel aufgrund der Leistung von 1800 München reizen. Aha. Ja, 20 Jahre alt. Er ist halt Leihliste, ne? Wie gesagt, Außenverteidiger ist jetzt nicht Not am Mann. Obwohl, Motors. Ach, guck mal, die machen jetzt ein Transferangebot. Aber ich will ja mit dem verlängern. Sollen wir da ablehnen oder teilnehmen? Ablehnen, ne? Eigentlich brauchen wir da nichts. Oh, 1. FC Köln will Ott haben. Das ist ein Gerücht, aber. Ja, weiß ich nicht, weil eigentlich will ich da sowieso nichts machen. Den Transfers. So, Gegneranalyse. Macht Angebot für Ziyad. Ja, wie gesagt, der wäre auch cool gewesen. Bei Pressener Stürmer ist Ballern. Aber der hat eigentlich richtig gute Werte, muss ich sagen. Ne, passen 9 bis 13. Technik, okay. Ne, aber hier, obwohl Abschluss. Ah, ja, geht so, ne? Je nachdem. Ja, Köln macht Angebot für Ott. 66k. Jetzt gucken wir uns mal Ott an. Ja, gut. Den könnten sie eigentlich haben, weil wir haben keine Position. Ich will ja aber jetzt nicht alle behalten, ne? Da finde ich den Geworgian schon interessanter, muss ich sagen. Aber guckt euch das mal an, 70k bis 700k hat der Wert. Ja gut. Ja, aber der muss sowieso weg. Der ist offensiver und wir haben keinen Offensiven, ne? Ach, wir brauchen keinen Offensiven. Wir verhandeln mal ein bisschen. Wir gehen mal auf 100k, mal gucken, was die sagen. Oh. Ja gut, findet es akzeptabel, alles klar. Leganés macht Angebot für Pastrana. Wer weiß, vielleicht hätten wir noch mehr raushauen können, ey. Schalke 04 akzeptiert Leihangebot für Wouters. Wer macht denn Leihangebot? Gent, Standard Lüttich und Genk. Gent und Genk. Anfragen. Gucken wir mal. Dann haben wir Laie Genk. Ja, auch das gleiche. Belgien halt, ne? Finden wir auch, ne? So, Donzel, Flügelspieler. Ne, hier haben wir ja Außenstürmer, genau. Naja. Ist jetzt auch nicht so unsers, ne? Markowski. Ach, guck mal. Auch ein junger Flügelspieler. Eher so weiter vor ist der, ne? Aber nee, das ist nur ein Talent, ne? Der könnte aber in der U19 spielen erstmal. Na, komm. Auswahlliste entfernen. Ich frage mich nur, warum keine Angebote so für die U19 kommt. Wir haben ja eigentlich eingestellt, dass die das machen, ne? Kann man auch mal scouten. Usau, Jau, Stürmer. Ja, wir kriegen hier Angebote für Stürmer, ne? Vertrag bis 5. Ach, der hat zu viel Gehalt, ne? Ist jetzt nicht schlimm. Können wir ja immer noch aussortieren. Angebote für Ott Bochum. Oh. Oh. Und Köln, ne? 240. Akzeptieren. Bochum würde ich auch noch akzeptieren. Ja, der Ort, wie gesagt, der kann ruhig gehen. Mojano. Ah, der wechselt, okay. Zu Atalanta. Ah, kann raus. Außer Auswahlliste brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, Ott, Gebühr 190.000. Wechsel nach Köln.
Sehr schön. Akzeptieren. Es würde mich freuen, wenn. Viel Erfolg wünschen. So, die haben auch Stürmer verpflichtet, Van der Looy verpflichtet, Utrecht. Ja, wie gesagt, ne? Oh, 1,2 Millionen. Ne, da kann man ruhig lassen. Genk. Genk. Nach Genk geht der. So, ja, Ott wechselt, wie gesagt, nach Köln. Das haben wir ja jetzt in die Wege geleitet. Ja, genau. Pastrana. Ja, wäre auch noch gut für uns gewesen, ne? Naja. Aber gut. Bremer hat wegen einer Leihe für Bamba. Ach du grüne Neue. Ach du grüne Neue. Ich will den aber nicht verleihen. Kaufverpflichtung. 39,5K. Nehmen nur einem Rad. Wie wenig ist das denn? Nein. Was ist das denn, ey? 30K, 10% nur. Kaufverpflichtung, 39,5K. Wie wenig ist das denn? Das ist ja gar nichts. Francis, Leihvertrag. Ja, wäre auch cool gewesen, ne? Aber der kann ja noch ein bisschen jetzt da spielen. Aber wie gesagt, das ist ein junges Talent, ne? Den haben wir ja auch schon begutachtet. Der kleine Mann. Pogi hat wegen einer Leihe von Poyan Palo angefragt. Lorient hat wegen Bobamba. Ratenzahlung zu sehr, Klausel bei Spielverpflichtung. Nein! Ey! Hallo? Will den nicht abgeben? Seid ihr blöd? Will den Bamba behalten? Ich hoffe, der macht keinen Stress, der Junge. Francis wechselt nach Coventry. Poja leiht Poyan Palo aus. Genderovic beginnt sich Sorgen zu machen. Warum? Sie wollen mit mir reden? Schauen Sie sich, ich soll hier am Stammspiel sein. Dafür habe ich zu wenig gespielt. Können Sie etwas ohne großes Tamtam regeln? Werden Sie in den Pokalwettbewerben? Ich werde Ihnen nicht geben können, was Sie wollen. Also müsste ich Sie verkaufen. Du hast ja eh noch bis am Ende Vertrag. Aber ich sehe sie immer noch als wertvoll. Das sagen wir mal schon. Ich bin bereit für eine Leihe. Klingt nach einer guten Idee. Die Sache ist die. Wie soll ich dich ausleihen? Ist doch eh jetzt fast vorbei. Aber wenn die jetzt mit Leihe kommen, würde ich noch annehmen. Ja, ist Ende. Boah, 5,25 Millionen Ausgaben von Augsburg. Philipp Hofmann von Bochum nach Augsburg für 4 Millionen. Ja, die wollen's wissen. Aber machen wir mal kurz, zack. Monatliches Transfer-Update. 798.000 Miese, ey. Wir haben nur 2,7 Millionen. Man kann auch genau sagen, warum. Weil wir keine Ticketpreise haben. Also ist alles per Dauerkarte hier. Naja, gucken wir mal, ne? Da sind einige Transfers, ne? Chetti nach Paderborn. Torsilo nach Elversberg. 18 Jahre jung. Der Junge ist das. Das junge Talent. Ach, geliehen ist er. Ah, okay. Wäre auch einer für uns, ne? Ist halt nicht groß, ne? Das ist der einzige Makel.
Ja, und wechselt nach Köln, genau. Wolfram, 16 Jahre alt, ey. Alter Schwede. Sehr jung. Wir können ja mal gucken. Ist ja jetzt da, wechselt es durch ablösefrei. Ganz ehrlich, ne? Ich glaube, den scoute ich mal. Vielleicht wäre der was für unsere U19. Mal gucken. Ansonsten viele Laie, U19. Ja, hier Bokarka haben wir uns ausgeliehen, genau. Raschel nach Augsburg für 1,1 Millionen. Ja, die haben also auf dem Transfermarkt zugeschlagen, muss ich sagen. So, wir bekommen es mit Augsburg zu tun, genau. Ja, mal gucken, ne, wie sie sich versteckt haben. Also Augsburg hat auf jeden Fall Hofmann, Raschel geholt. Also die beiden schon mal. Mal gucken, ne, wir spielen ja jetzt gegen die. Ja, unantastbar sind wir. Das ist richtig gut. Boah, schlechteste Note. Der Vorstand ist überfreut über ihr Auftreten auf den Transfersmarkt. Ja, wir können auch nie alles holen, ne? Glücklich über den Effekt, den im Spielstil Ballbesitzspiel in den letzten Spielen hatte. Sie sind besonders erfreut über das gute Passspiel, wenn sie mit diesem speziellen Spielsystem agieren. Ja. Fans sind wir 3 plus eher. Die haben, ja, die Fans, ne? Die haben immer was zu meckern. Das ist ja nichts Neues. Die Fans warten mit der Bewertung, bis wir mehr Spiele absolviert werden. Die Fans sind mit ihm bisher im Transfers glücklich. Die Fans sind glücklich vom Effekt von 4-2-3-1, auch wenn wir dann immer spielen. Die Fans sind erfreut, dass so viele Spieler derzeit in guter Form sind. So, Wein, Hiller und Deichmann sind die Führungsspieler. Rieder ist sehr einflussreich. Okay, Daniel Lang. Ja, da kommen die jungen Hüpfer jetzt hier. Die ganzen Talente, die wir hier gerade scouten. Oh, sieht auch ganz passabel eigentlich aus. Überdenkt die Zukunft. Erwartung ist Remis. Schauen wir mal, ne, ob er am Ende ein Remis wird, ein Sieg oder eine Niederlage. Wie gesagt, Augsburg, die wollen ja unbedingt eigentlich aufsteigen und deswegen holen sie sich jetzt noch mal den Hofmann. So, Gall hat gut trainiert. Kriegt mal einen positiven Update über Reins Position beim Live-Verein. Etc. Die sich für Erfüllung der Lizenz bei Einsätze spielt. Ich bin jetzt mit der Anzahl von. Ah, okay, der ist zufrieden jetzt. Okay. Travers will bleiben. Fitness-Test Deichmann. Kann spielen ohne besonderes Verletzungsrisiko. Ja, ich würde auch so spielen. Obwohl Isherwood kann jetzt komplett von Anfang an, ne? Ich bin aber überlegen, aber Isherwood. Oder Gall. Der Gall, der macht jetzt gerade wieder positive Fortschritte, ne? Der ist als Ballspieler besser geeignet. Ja, komm. Ich mache erstmal so, dass der Gall drin bleibt. Der Isherwood. Ja, schwierig, ne? 26. Ja, wir machen erstmal so. Wir lassen den Gall. Ja, okay. Wir spielen zu Hause. Greuther Fürth muss gegen Nürnberg. So, machen wir das umsetzen. War's. Mehr mache ich nie. So, und dann lassen wir alles so. Aber der Bamba, der ist aber nicht unglücklich, ne? Dass er nicht wechseln darf. Das freut mich doch schon mal. Weil er wäre natürlich echt blöd, wenn er jetzt auch noch meckern würde. Aber der spielt ja jetzt wieder auf seine Flügelspielerposition, wo der ja sowieso hin wollte. So, dann bin ich mal gespannt, was wir gegen FC Augsburg machen zu Hause. Aber der neue. Ach krass. Der Dings ist da noch niemals drin. Der Raschel ja, aber der Hofmann ist noch nicht drin. Ist er verletzt oder? Oder weil er gerade mal einen Tag da ist. Das kann nämlich auch sein. So, Anstoß. Bin ich mal gespannt. So, Freistoß für Augsburg. Ah, sehr schön. Und da ist das 1 zu 0. Demirovic. Eieiei. Hier sehen wir das nochmal. Schuranov auf Bamba. Ja, und der verliert den Ball. Vargas holt sich den oder Demirovic.
Naja. Da ist ein Viech drin. Bei mir gerade. Also wenn er gleich einmal klatscht, nicht wundern. So, Deichmann. Na, schade. So, Alvaro Fernandes. Aber Augsburg ist sowieso allgemeiner so ein unangenehmer Gegner, ein starker Gegner. Deswegen. So, Augsburg jetzt mit dem Eckball. Aber den können wir noch wegschlagen. Abgeblockt nochmal. Wird nochmal Eckball geben. Ah, immer noch nicht raus. Komm, haut die Pille jetzt mal weg da. So, Bamba jetzt, aber Schuranov kriegt den Ball nicht. Jakub Kaminski in der ersten Minute ein Eigentor. Ey. So, nochmal Augsburg mit dem Eckball. Die kriegen heute viel Ecken. Also viele Ecken kriegen die heute. Winter, Raschel, Götze. Ja, aber Hiller hat den am Ende. Sehr gut. Boah, die sind gut dabei, ne? Die Augsburger, jetzt hatten wir auch mal einen Schuss. Mehr fordern. Gucken, was kommt. Bamberger kriegt die gelbe Karte. Wir haben Freistoß. Stendera. Schuranov kriegt den nicht. Weinitz. Bamba. Der schießt einfach mal aus der zweiten Reihe, aber das wurde nix. So, jetzt Gall. Freistoß, Finzon auf Kuni, Stendera, Boden, Schuranov, da ist das 1:1, jawohl. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Hier sehen wir auch nochmal die Wiederholung. Kuni am Ballbesitz, er hat die Übersicht, Stendera passt auf Boden, der läuft und sieht Schuranov, oh ja, und der macht das 1:1. Sehr gut. Bamba mit einer Note von 6,6 gerade. Wir sind auf Platz 1. Man glaubt es kaum. Ach, du grüne Neune. Naja, aber Paderborn und Fortuna, die spielen ja auch noch. Wahrscheinlich am nächsten Tag. So, Bamba jetzt. Rückpass auf Hiller. Rieder. Stendera, Wein, Vinson. Aber wenn wir erste Liga aufsteigen würden, ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall eine Menge, also deutlich mehr Gehalt, Budget als wir jetzt. Ja, da würde ich auch noch mehr Transfers tätigen. So, Bamba jetzt. Oh, Pfosten. Was war das denn? Der Schuss sah aber komisch aus, muss ich sagen. Aber der hätte ihn locker reinmachen können, der Bamba. Aber naja, was soll's. Vielleicht wird er in der nächsten Saison ja besser. Muss man gucken. Aber Bamba spielt gerade nicht so gut. Ne? Note von 6,5. Ha. So, Deichmann jetzt. Stendera auf Rieder. Dann Goden. Langer Ball auf Bamba. Und da ist das 2:1. Schuranov wieder. Sehr schön. Ja, Augsburg am Anfang sehr stark dominiert, aber wir sind zurück. Bamba, sehr schön gemacht, sieht Schuranov. Ja, und der macht das 2:1, ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da kann man die Spieler mal loben. Ja, wie gesagt, also in der Anfangsphase haben die Augsburger richtig dominiert, hatten sehr viele Chancen, also Ecken am meisten. Aber ja, die haben nur eine Chance daraus reingemacht. Wir konnten das Spiel so gesehen drehen von 0:1 auf 2:1 für uns. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. So, dann würde ich auch auf jeden Fall alles so lassen wie gehabt. So, Götze auf Torrentes. Framberger jetzt, der auch schon gelb gesehen hat.
Ah, sehr schön, Wein. Sehr schön antizipiert. So, Shuranov jetzt. Oh, nochmal Shuranov. Shuranov, sein drittes Tor. 3:1. Mann, was ist denn heute los? Der Junge hat Blut geleckt, sagt man. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Kunin an Shuranov mit seinem Durchsetzungsvermögen. Winter hat den Ball erst, aber ja, Shuranov holt sich den Ball einfach nochmal. Und dann ja, läuft er durch und macht das 3:1. Der hätte eigentlich auch Bamba spielen können. Aber der Shuranov, der hat die. Der hat das Näschen dafür. So, Alvaro Fernandes jetzt geht durch. Jetzt kommen die Augsburger mal singen. Aber der geht rechts vorbei. War jetzt nicht allzu gefährlich. So, Wein. Ha, schöne Passspiel, muss ich sagen. So, Bamba, Shuranov. Nochmal Bamba. Ah, verliert den Ball. Deichmann holt sich den. Bamba wieder im Ballbesitz. Ah, Bamba verliert den wieder. Ah, Demirovic kriegt den. Der war zu locker. Aber Hiller hält den. Beziehungsweise lenkt den Ball zur Ecke. Jetzt nochmal Eckball für die Augsburger. Den köpfen wir, aber nicht ganz weit raus. Immer noch Augsburg im Ballbesitz. Götze. Jawohl, Shuranov. Der kann auch in der Defensive mitarbeiten, der Junge. Hohe Flanken, Flanken früh schlagen. Obwohl hohe Flanken hat bis jetzt. Ja, tiefe Flanken haben schon geholfen. Vargas jetzt mit der gelben Karte. Der Gall spielt nicht so gut. Dann würde ich sagen, kommt der Ischabot rein. Bin überlegen, sollen wir den als Innenverteidiger so einsetzen? Ja, komm. Wir versuchen das mal. So, dass er als Innenverteidiger nur spielt. So. Ich hoffe, das klappt. So, Finzon jetzt mit dem Einwurf. Hiller, Rieder, Goden. Bamba. Aha, Ballverlust, Stendera, Deichmann, schießt. Schade. Schade, schade. Ich wechsle jetzt gleich nochmal aus. Gegenanweisung für Raphael Framberger hinzufügen, immer pressen. Genauso wie bei Raschel. Reinsau für Stendera, drei Wechselphasen. Gibt es. Ja, wir können gerne rein für Stendera. Oh, der hat was abbekommen, deswegen. Syr würde ich jetzt mal reintun für Kuni, würde ich sagen. Der Bamba spielt mal durch. Ja, dann haben wir ja noch eine Wechselphase. Da wechseln wir wahrscheinlich gleich Seidel einmal rein und würde sagen Nihuis. Kommt auch gleich nochmal rein. Sagen wir mal so eine 75. Minute. Gelbe Karte für Bordoki, Döki. Irgendwie so. Burgzorg. So, 75. Minute. Dann würde ich Seidel einmal reinpacken und Nihuis für Wein. So, dann war's halt. Haben wir das Wechselkontingent erschöpft. Aber 3:1 ist doch schon mal eine sehr schöne Sache. Muss ich sagen. Also hätte ich jetzt gegen Augsburg nicht gedacht. Eigentlich eine starke Mannschaft, ist auch durch die neuen Transfers mit Hofmann und so, aber der hat ja sowieso nicht gespielt. Na, aber Raschel hat zum Beispiel gespielt. Ist auch die Frage, wann sie den verpflichtet haben. Vielleicht auch schon ein Spiel vorher, man weiß ja nie. So, aber allzu viel passiert hier auch jetzt gerade nicht mehr. Jetzt nochmal wir, Rieder, Deichmann. Rein. Auf Bamba, aber Bamba erläuft sich den Ball nicht mehr. So, Ischabot, Finzon, Deichmann. Langer Ball. Ah, Seidel! Ja, Seidel holt sich nochmal den Ball, aber konnte ihn nicht unter dem Tor unterbringen. War 5 Minuten Nachspielzeit. Wir spielen mal jetzt ausgewogen, einfach die paar Minuten. Oh, Rein hat sich verletzt. Das ist bitter. Aber da können wir auch jetzt nichts machen, weil wir das Wechselkontingent erschöpft haben. Das ist natürlich bitter. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht allzu stark verletzt.
Ich glaube, der Schiedsrichter pfeift auch jetzt ab. Hofgärtner. Burgzorg. Langer Ball einfach auf Vargas, aber der Hiller kommt raus. Und dann, ja, spielen sie es ganz langsam zu Ende einfach. Warten auf den Pfiff vom Schiedsrichter. Der ertönt. Und wir gewinnen am Ende 3:1 gegen Augsburg. Sehr schön. Ja, ich hoffe, der Rhein hat sich nicht so lange verletzt. Alle haben gut gespielt, muss ich sagen. Greuther Fürth gewinnt am Ende 1:0 durch das Eigentor von Kaminski in der ersten Minute. Ja, wir sind auf Platz 1, aber Paderborn und Düsseldorf können nachrücken. 3 bis 4 Wochen. Ah, Stendere 1 bis 3 Tage. Uiuiui. Ja, Schuranov, richtig gut. Ja, vom Tor war das richtig stark. So, Auswertung der Trainingswoche, jetzt erst, ein bisschen spät. Aber okay, Syr hat auch gut trainiert. Kam ja auch rein beim Sieg noch. So. Ja, im DFB-Pokal, ich hoffe, der Stendera kann er spielen, komplett. Oder sollen wir das Spiel auch noch machen? Ich bin am Überlegen. Nach Analyse. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Zeit. 36 Minuten sind wir schon, liebe Leute. Von daher würde ich sagen, würden wir dann in der nächsten Folge machen. Obwohl, warte mal, müssten jetzt noch Spiele sein, ne? Dann warten wir doch noch ab, wenigstens die Spiele hier. Bielefeld-Bochum. Boah, Bielefeld, ey. So früh spielen die. Mal gucken, was die machen. Das heißt, die haben noch weniger Pause als wir. Bielefeld. U19, 2:4 Niederlage, 9. Platz sind wir. So, Georgian unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag und hier sind schon Leihangebote. Sehr schön. Nehmen wir doch an. Warte mal, wie lange? Mesala. Ja, ist eigentlich nicht so wichtig, wo Hauptzeit er spielt. Ja. Okay. Wer ist da denn Castro? Aber ich will wissen, was die Mannschaften machen. Außer das wurde jetzt weggemacht auf einmal. Nee, Bielefeld gewinnt 0:2 gegen Bochum. Dresden verliert 0:1 gegen Lautern. Rostock gewinnt 1:0 gegen Braunschweig. Und Sandhausen gewinnt 1:0 gegen St. Pauli. Oder Ibrahimovic, ne? Das ist schon ein kranker Spieler, muss ich sagen, ne? Vertrag bis 26 hat der bei Bayern. War doch bei Bayern, ne? Ja. Ist ein sehr großes Talent, muss ich sagen. So, Darmstadt gegen Regensburg, Düsseldorf, Karlsruhe, Kiel gegen Paderborn haben wir noch. Das Spiel, die Spiele gucken wir uns noch einmal hier an. Weil heute trainieren, also den Sonntag trainieren wir. So, Regensburg gewinnt 0:2 gegen Darmstadt, Düsseldorf gewinnt 1:0 gegen Karlsruhe, Paderborn verliert 3:0 gegen Holstein Kiel. Eieiei. Ja, so gesehen haben wir jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und auf Platz 2 2 Punkte. Ja, 14 Spiele sind noch, ne? Also, ich bin mal echt gespannt, ne? Der hat so viel Marktwert, sonst würde ich mir den mal gönnen. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich aber diesmal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, da war es schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, dann haben wir Pokalspiel gegen Bielefeld. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch da weiter und dann schauen wir mal, wie es weiter in der Saison verläuft. Bis jetzt läuft es ja die ganze Zeit nur positiv. Ich bin mal echt gespannt, ob wir jetzt dauerhaft da oben bleiben, ne? Oder ob wir irgendwann hier so eine Niederlagenserie kriegen, wo wir 2-3 Mal verlieren und dann wieder weiter unten landen. So Platz 6 oder so. Wie gesagt, ich würde gerne hier so. Ne? Also, ja, Platz 4 wäre auch schon okay, weil wir da nicht aufsteigen. Aber gut, liebe Leute. Schauen wir mal, ne? Wie es am Ende wird. Von daher, ich bin gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.